Griffin Pinguine gegen die Eisbären Berlin. Endstand 1:2 nach Verlängerung. 4.271 Zuschauer heute im Königpalast. Das war das Spiel und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch den Trainer der Eisbären Berlin, Uwe Krupp, und natürlich auch unseren Trainer Ricardo Rono. Und wir haben noch der Gast zuerst das Statement. Uwe Krupp, Ihr Statement. Ja, guten Abend. Ich glaube, wir haben ein sehr enges Spiel gesehen da. Wir wussten, dass Krefeld sehr stark zu Hause spielen wird und ich hatte das Gefühl, meine Mannschaft hat sich etwas schwer getan, am Anfang in die Gänge zu kommen. Wir haben uns dann im Laufe des zweiten Drittels sind wir besser geworden, haben uns dann auch die ein oder andere Torchance gespielt, hatten dann die 1-0-Führung und wie bis zum Schluss ein sehr enges Spiel. Krefeld hat dann den einen Angriff, den Ausgleich geschossen und unser Unterzahlspiel hat im ganzen Spiel sehr gut funktioniert. Und dann in Overtime war es ein guter Angriff und haben wir mal eine Chance genutzt und dann das 2-1 gemacht. Wir sind insgesamt sehr glücklich über die zwei Punkte. Es ist, wie gesagt, alles sehr eng gewesen da draußen und beide Mannschaften waren darauf bedacht, dass sie in der Defensive gut stehen und sind wenig Tore gefallen. Beide Torhüter haben gut gespielt. Petri hat einen super Job gemacht, hat uns im Spiel gehalten mit ein paar guten Paraden und wie gesagt, es war eine sehr enge Angelegenheit. Dankeschön. Dankeschön, Uwe Krupp. Rick, auch noch Ihr Statement zum Spiel heute. Ja, good afternoon zusammen. Congratulations, Uwe. Berlin, starke Mannschaft, schneller Schlittschuhlauf in good handling, alle Stürmer. 6 Verteidiger, ein starkes Spiel. Torwart war gut, aber Klein, super heute. Wir machen nicht Fehler. Wir müssen Scheibe tief in Overtime und Berlin von der blauen Linie haben Angriff und Linewechsel für unsere Mannschaft und ein Schuss und gewinnen Tor. Nicht glücklich, aber die Emma-Fans sehr gut, wir verdient gewinnen, Berlin verdient gewinnen. So, it's super Spiel heute. Ein Punkte, ich wünsche 3 Punkte, aber die Mannschaft ist besser jeden Tag. Jeden Tag wird besser und besser und defensive Spiel war gut. So, Ingolstadt-Aschfahrt-Spiel, ich hoffe, wir gewinnen. Dankeschön. Dankeschön, Ricardo Ono. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Ich habe noch die Endergebnisse aus den anderen Stadien, beziehungsweise einige Spiele sind noch lauffähig momentan. Grizzly Adams Wolfsburg gegen die ERC Red Bull München 2:2. Befindet sich in der Oberteilung. Augsburger Panther gegen Tomosaro Ice Tigers 1:3. Dann gibt es noch die Kölner Haie gegen die Straubing Tigers 1:2. Dann die Schwenninger White Wings gegen die Hamburg Freezers 2:4. Laufen tut ebenfalls noch das Spiel Adler Mannheim gegen die Düsseldorfer EG. Da steht es derzeit 3:4. Und es gibt noch ein Spiel Iserlohn Roosters gegen ERC Ingolstadt, derzeit 3:3. Weiter geht es für unsere Pinguine am Sonntag um 16.30 Uhr beim ERC Ingolstadt. Wir sehen uns wieder hier kommenden Sonntag um 16.30 Uhr am 4.10. Dann geht es gegen den ERC Red Bull München. Kommen Sie gut nach Hause, auch unseren Gästen eine gute Einfahrt. Bis dahin alles Gute. Dankeschön.